Hallo und herzlich willkommen bei Virtual Shoes und einer neuen Folge Transportfieber im Schönbau. Danke, dass ihr wieder eingeschaltet habt auf meinem Kanal. In der letzten Folge haben wir uns ja um diesen Bereich gekümmert. Aber diesmal möchte ich mich doch wieder ans andere Ende der Stadt begeben, nämlich hier hin und das hier noch ein bisschen ausbauen, damit das wieder schicker aussieht, damit hier auch die Einfahrt mal langsam Form annimmt und wir hier, sag ich mal, wissens den Bahnverkehr langsam aber sicher mal in eine geregelte Umgebung einfliegen. Deswegen würde ich sagen, einfach mal dranbleiben. Ja, weil viel ist hier so noch nicht entstanden, wenn wir ehrlich sind. Mal ein Bäuschen hier. So, damit er nicht ganz so rumleckt. Sieht ja aber an sich schon mal nicht schlecht aus. Ne? Also wir haben ja hier die Autobahnauffahrt. Die wird auch so einzeln bleiben. Ich werde wahrscheinlich eine Nebenstraße hier nochmal hinsetzen, die hier so lang fährt. Und hier ist dann halt auch Ende, vielleicht auch schon hier. Und hier nochmal so ein kleines Industriegebiet mit hinzimmern. Also es wird gar nicht so schlecht werden, glaube ich. Ich hatte hier mal angefangen mit einer Straße, dass ich die hier hochsetze. Das ziehen wir mal, wiederholen wir mal hier nochmal ein bisschen weiter. Das heißt, wir suchen uns jetzt hier die entsprechende Straße raus. Das war in dem Fall diese. Versuchen die hier mal relativ einzuebnen. Weil das hier halbwegs schick hinbekommen. Na? So, und dann gehen wir mal nicht da drauf, sondern hier drauf. Und suchen uns jetzt hier diese Unterbaubrückenelemente. Ne, die waren es nicht. Muss ich hier erstmal suchen. Ich weiß gar nicht mehr, wo die versteckt waren. Waren das die? Nee. Die waren das doch. So, jetzt muss ich aber selber mal überlegen, wie das war. So, jetzt hier eine schöne Textur raus. Ja, den guten Kalkstein quasi. Das heißt, der geht immer so rein. Was war das denn? Nur mal wieder ein bisschen rum. Prozentual. Objekthöhe, Objektlänge, Bodenhöhe in Metern. Genau, so sieht das gut aus. Da können wir hier mal ein bisschen versuchen, was reinzusetzen. Hier auf dem Rand interessiert es ja eh keinen. Tunnel ist natürlich Schwachsinn. Man muss ja auch relativ. Da hätte ich schon gern zumindest relativ gleich. Das geht ja mal gar nicht. Na gut, war ein Versuch wert. Müssen wir wahrscheinlich eher so hier die ganze Zeit ein bisschen fummeln. Jetzt können wir das ja ein bisschen verlängern. Nee. Ups, das war es nicht. Hier, sondern das hier. Und die Länge hier. Brauchen wir nicht hier alles so einzeln machen. Na, hier ist sie ein bisschen weit weg von der Straße. Mal hier nochmal ran. Das war wahrscheinlich schon wieder zu dicht. Ja, das ist manchmal so ein bisschen tricky.
bis das so passt, wie man es haben will. So, das sieht, glaube ich, ganz gut aus. Wir müssen das hier jetzt halt versuchen, halbwegs schick zu machen. Ich weiß, es ist jetzt nicht das spannendste Thema. Aber es ist halt ein Thema, was wir jetzt langsam aber sicher aufgreifen müssen. Objekthöhe hoch. Nee, 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 gar nicht. Objektlänge. Neigung. Gleisabstand, das geht auch. Aber es geht halt leider nur auf die Schiene. Nee, das macht so keinen Spaß. Das müssen wir anders angehen. Das machen wir nämlich dann die folgt mit einer Schiene und dann setzen wir die Straße einfach nachher drüber. So, fertig ist die Maus. Wir haben jetzt hier schon eine gute Höhe. Ja, gut, hier auch wieder ein größeres Thema, wie es aussieht. Eigentlich wollte ich das hier nur mal halbwegs anpassen. So. Jetzt aber. Genau, jetzt kann ich ein bisschen besser dran arbeiten. So, zack. Macht sich doch ein bisschen einfacher. Um hier eine schöne Rundung hinzubekommen. So. Ja, hier müssen wir gleich mal noch mit dem Gärtnertool, Gärtnertool sage ich schon. So. Mit dem Geländetool natürlich. Einen schmalen Weg. Mal gucken, ob wir hier noch was retten können. Aber ich glaube nicht. Das müssen wir wahrscheinlich so lassen. Gefällt mir aber auch ganz gut. Soll ich das hier mal noch ein bisschen erweitern? Das hier nochmal rausreißen. Das war zwar nett, aber dann funktioniert so nicht. Können wir hier vielleicht auch noch ein bisschen die Kurve erweitern. So. Was? Ach Mensch. Warum machst du denn sowas jetzt hier? Jetzt muss ich aber hier mal gucken. So, Bodenhöhe. Warum macht er denn das jetzt so? So, Papa, jetzt muss ich kurz gucken. Wie war das jetzt hier? Höhe. Auch nett. Kann man auf jeden Fall einen schönen Abstand haben.
Sag mal, jetzt hat er hier mich aber richtig aus dem Konzept gebracht. Gut, da habe ich jetzt auch keinen Bock mehr drauf. Kann ich die ganze Folge damit zubringen? Aber ich habe jetzt hier auf jeden Fall schon mal eine schöne Strecke mir erschaffen. Mal das Ding wegreißen. Auf dem Abstand. Und jetzt setzen wir hier mal eine Straße drauf. Relativ kleine eigentlich nur. Hier so ein bisschen Abstand zu generieren. So. Und noch einen Zaun hinterher. Dadurch wirkt sowas hier einfach schon mal ganz anders. So. Oder? Wenn du hier so reinkommst. Und dann kann ich hier oben nämlich schön Industriegebäude hinsetzen. Das hier war, weiß ich auch noch nicht so genau, ob das so bleiben wird oder nicht. Wir gehen jetzt hier auf jeden Fall erstmal in die Industrie rein, um hier ein bisschen was zu erschaffen. Planmäßig wollte ich eigentlich so eher größere Gebäude hinsetzen. Das heißt, die sind gar nicht so prädestiniert dazu. Hier so ein paar Hallen, die finde ich jetzt, glaube ich, nicht so schlecht. Wenn wir damit hier ein bisschen mehr arbeiten. Würde ich auch ein bisschen Abstand zur Straße nehmen. Das hat man ja öfters mal an Stadteinfahrten, dass da erstmal so die Industrien angelegt sind. Statt direkt hier große Stadtflair. Und so kann man hier gemütlich reinfahren. Und es passt ja auch vor allen Dingen zu dem Thema, was wir ja hier hinten haben. Mit diesem Schienensatz hier. Würde ich einfach mal meinen. Das, wie gesagt, das wirkt doch schon mal ganz anders. Kommt hier noch ein bisschen Asphalt drauf und gut ist. Also eine Art Wendeschleife zu erzeugen. So. Ich denke, damit kann man arbeiten. So, jetzt haben wir schon 13 Minuten im Endeffekt für nichts rausgeschmissen. Das hier ärgert mich noch ein bisschen. Da muss ich mir noch auf alle Fälle was einfallen lassen. So, die Straße hier kommt natürlich nochmal weg. Das können wir so nicht lassen. Wenn wir ehrlich sind. Also mal das hier ein bisschen besser anbinden. Brauche ich hier keine großen Knicke drin. Dicken nach draußen. So, dann kann man das Gebiet hier quasi langsam aber sicher auch dem Ende zulaufen lassen. Ich werde hier nochmal den Weg mitnehmen. Und den hier auch nochmal wegreißen. Das war ja auch nur mal so eine Grundidee. Ich war mir noch nicht ganz so sicher. Aber definitiv geht das nicht klar. Da das ja hier eh ein industrielles Gebiet wird, braucht man hier jetzt auch nicht viel mit den Gleisen rumhantieren, sondern kann direkt, sag ich mal, das hier so ein bisschen einebnen und dran lassen. Also ohne groß Schrankenführung oder etc. Ein Zuball, einfach nur so eine Idee, wie gesagt. Und da ist wieder weg.
den muss ich hier nochmal. Dann in Ruhe. Ich weiß noch nicht genau, warum, wieso, weshalb, aber das kriegen wir noch raus. So, jetzt suche ich mir nochmal die eine Mod. Da bin ich mir gar nicht mehr so sicher, wo ich die hatte. Weil die war ja nicht verkehrt diesbezüglich. Schuppengarage. Baukräne. Ne, hier ist auf jeden Fall nicht drin. Deko, Deko. Nein, nein, nein. Jetzt muss ich, ich bin selber. Ich habe lange jetzt nicht mehr gespielt. Um echt zu sagen, hier, das hier war es doch. Weil ich ja, wie gesagt, im Urlaub war. Ist jetzt auch zwar schon wieder ein bisschen her. Genau, das waren eher diese hier. Die fand ich auch nicht schlecht als ältere Gebäude. Fand ich jetzt auch eigentlich gar nicht so gut. Schlecht. So, mal hier, was haben wir hier noch so drauf? Genau, dann haben wir hier so eins. Ja, da muss ja alles nicht immer so genau sein. Also alles synchron. Zeigen wir uns hier einfach mal eine Großindustrie. So. Was haben wir jetzt hier von diesem Art Bauwerk noch? So, ein, so eine kleine Zwischenebene, wie es aussieht. So, also ein Schuppen, besser gesagt. Wird denn eher viel mit Dekorationen gehandhabt. Wenn ich jetzt hier wegmache, jetzt haben wir hier die Industrie. Die können wir ja auch schon. Weg damit. Na, damit können wir hier vielleicht auch, wenn das jetzt Dünge ist, ist ja völlig wurscht. So kleine Werke hier. Also wie gesagt, ein bisschen älter. Aber nicht schlecht. Also jetzt nehmen wir uns natürlich nochmal die Gebäudeauswahl vor. Bodenebenen, ja. Natürlich noch dementsprechend anzupassen. Ja, ich weiß, Spannung pur. Hier will ich doch mal lieber hier so einen hinsetzen erstmal, mitten rein, statt nur dabei. Dann gehen wir hier doch nochmal mit den Kiesweg ohne Weg. Kraftfahrzeuge, nein. Erstmal nur zum Gucken, ist das glaube ich nicht schlecht. Ich habe glaube ich hier drüben noch mal größere Straßen ohne Weg. Ein Moment, hier ohne Weg. Kraftfahrzeuge nein, Kraftfahrzeuge nein, Kraftfahrzeuge nein, 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 nein. 15. Ein bisschen mehr wäre schon cool, aber na gut, haben wir nicht. Ja, das sind die halt, die komplett ohne sind. So, und wenn man den mal sehen will, dann macht man einfach so den. Dann passt das wieder.
So, jawohl. Einfach mal quer so durch. So. Ich glaube, das kommt immer ganz nett an, wenn man das so zwischendrin hat. Das ist jedenfalls meine persönliche Meinung. So. Gehen wir hier nochmal drauf. Das sieht jetzt halt alles sehr sporadisch aus, aber das Ding ist, sobald da ein bisschen Deko noch drüber gelegt wird, hat das Ganze wieder einen ganz anderen Flair. Was hier noch jetzt natürlich entsprechend fehlt, ist ein bisschen, ich sag mal, nur Deko, nein, Bürokomplexe. Die gehören leider Gottes dazu. Und sollte man tunlichst auch immer mit hinsetzen, finde ich. Weil dadurch wirkt das Ganze noch mal ein bisschen lebendiger und aufgebrochener. Ticken zu groß, würde ich mal fast meinen, obwohl das geht noch. Da hat der seine Tür. Dann gehen wir hier doch noch mal lieber an so in den älteren Bereich. Viele Fragen haben mich schon gefragt, warum ich diese Mod nutze und nicht die andere. Ich weiß nicht warum, aber die andere hat bei mir immer Probleme gemacht und diese läuft hier eigentlich relativ entspannt. Sodass ich hier wirklich, sag ich mal, in Ruhe arbeiten kann immer mit, ohne dass mir hier irgendwas abschmiert. Muss, glaube ich, jeder für sich selber gucken. Die haben die alle Vor- und Nachteile auf jeden Fall, aber das ist für mich so immer die gute Alternative. Bis jetzt gewesen. Und wie gesagt, sie läuft ja. Boinks, boinks. Und hey. Das jetzt hier echt rum. Bodendecksuchfläche, nein. Einwohner wenig, wenig, wenig. Kommt der hier vorne hin, so. Perfekt. Ja. Zeit ist um. Ich mache jetzt noch ein bisschen Dekoarbeiten. In der nächsten Folge können wir uns das Gebiet noch mal ein bisschen genauer angucken. Ich sage danke fürs Zusehen. Bis dahin und tschüss.